und herzlich willkommen. Liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und der beste Tag unseres Lebens. Und heute interviewt mich Anna über... Hi. Genau, also heute sollte es darum gehen, das Jahr 2018 neigt sich ja jetzt so langsam dem Ende. Und ja, darum soll es heute so ein bisschen gehen, um einen Rückblick und vor allem auch um einen Ausblick. Matthias, kurzer Rückblick, damit starten wir dann mal. Was war denn das Beste, was 2018 passiert ist oder die besten Sachen? Ja, ist einiges. Ich habe ja, ich glaube, da warst du noch gar nicht bei uns, ich habe zum Jahreswechsel so einen Livestream gemacht und da habe ich halt so meine besten Tipps vermittelt, wie man sich ein kraftvolles neues Jahr manifestiert. Und das habe ich für mich natürlich auch gemacht. Okay. Und das Motto war, mach 2018 zum besten Jahr deines Lebens. Und ja, also für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Es war wirklich das beste Jahr meines Lebens oder ist das beste Jahr meines Lebens. Also zum einen hatte ich ja eine wundervolle Geburtstagsfeier, eine große, die größte bisher, mit ganz, wo ich alle Menschen, die wichtigsten Menschen aus meinem Leben zusammengebracht habe. Ganz verschiedene Bereiche wie Familie, Freunde, Firma, und das hat wunderbar funktioniert und das hat mich sehr glücklich gemacht. Das war sehr besonders. Und wir haben es geschafft, Regenbogenkreis wirklich auf einen ganz neuen Level zu bringen, von Erfolg, von Umsätzen, von neuen Kunden und tollen neuen Produkten. Also da haben wir wirklich unglaublich viel bewegt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Steigerung in einem Jahr gehabt. Also das war auch richtig toll. Also wir hatten ja ein bisschen unsere Herausforderung Anfang des Jahres auch finanziell gesehen und haben halt einen Maßnahmenkatalog überlegt und den umgesetzt, und das hat alle unsere Erwartungen komplett übertroffen. Also das ist echt ein Riesengeschenk. Und ja, und ich habe innerlich bin ich sehr viele etliche Muster losgeworden. Also ich konnte wirklich ganz viele Muster loslassen und bin immer wieder so begeistert, wenn ich so merke, es kommen alte Situationen und ich reagiere nicht. Ich reagiere nicht mehr. Ja. Also ich habe das wirklich sogar bis... ich hatte noch so ein Muster, dass ich mich manchmal im Straßenverkehr aufgeregt habe. Ich glaube, das Muster haben viele. Genau. Und dann bin ich halt öfters mit meiner Freundin unterwegs gewesen im Auto, und sie meinte immer zu mir, Matthias, das bist du nicht. Das passt nicht zu dir. Hör auf damit, ne? Und dann war ich so ein bisschen bockig, ne? Ich will mich weiter im Straßenverkehr aufregen. Und dann habe ich immer gedacht, es stimmt, es macht wirklich keinen Sinn, und es ist ja auch, es ist einfach auch nicht gut, ne? Weil selbst wenn mich jemand irgendwie blöd anhubt, ich muss ja nicht blöd zurückhupen. Es macht einfach keinen Sinn. Und dann habe ich mich entschieden, das auch wirklich zu lassen, und es funktioniert, ne? Das heißt, es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo Menschen irgendwie rücksichtslos sind oder so. Und manchmal merke ich auch noch, wie so ein Teil in mir eigentlich am liebsten wieder, ne, dem alten Muster entsprechend wieder explodieren möchte. Und ich aber dann sage, nein, Matthias, reagierst gar nicht. Bleib in deinem Frieden, ne, wenn jetzt jemand irgendwie mit einem komischen Film an dich herantritt. Das ist egal. Ja. Und das funktioniert auch wunderbar, ne? Oder letztens hatte ich so eine Situation, wo ich so einen heftigen Angriff erlebt habe und so richtig lautstark und so, ne? Und wo ich dann auch in der Lage war, ganz sachlich und ganz ruhig zu reagieren und zu sagen, nö, ich will mich mit dir nicht streiten und lass uns lieber gucken, wie wir das konstruktiv lösen. Und das ist wirklich überhaupt nicht auf diese Ebene gegangen. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wo wirklich Dinge, die mich früher noch angetickert hätten, einfach nicht mehr, wo ich einfach sofort merke, okay, das und das passiert jetzt. Und dann ganz bewusst entscheide, ich will mich nicht mehr streiten, ich will nicht in negative Energien reingehen, ich möchte, nur weil jemand jetzt irgendwas Negatives zu mir sagt, muss ich ja nichts Negatives zurücksagen. Das ist alles das Alte, was ich nicht mehr leben will. Ne? Und dann, ja, meiner Partnerin ist ganz viel Heilung passiert und ganz viel. Wir sind immer glücklicher und es ist immer schöner und harmonischer. Und also es ist wirklich, Freundschaften haben sich vertieft. Klar, es ist auch wieder mehr Geld da, was auch toll ist. Also es ist wirklich auf allen Ebenen super. Viel passiert, super. Viel
dazu gekommen, viel Ja. losgelassen. Ja. Und genau, und wir haben eine neue Unternehmensstruktur für Regenbogenkreis gefunden, was ich, habe Schön. ich ja seit vielen Jahren noch gesucht und war schon fast am Verzweifeln, weil ich nichts Passendes gefunden habe. Und jetzt endlich, also hat es jetzt noch gerade noch so rechtzeitig geklappt. Ja, Und toll. das ist für mich auch eine Riesenerleichterung, weil das hat mich so lange so viel Energie gekostet, immer zu wissen, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, aber trotzdem, ich kann immer nur was tun, wenn ich wirklich ein klares Ja habe. Und es kam kein klares Ja. Und dann hatte ich es irgendwann komplett losgelassen und dann plötzlich kam doch das klare Ja. Und das heißt, wir haben jetzt so eine gute Basis für die Zukunft. Und ich muss mich mit diesem Thema einfach nicht weiter auseinandersetzen, mit dem Thema, was ist die passende Unternehmensstruktur für Regenbogenkreis. Und das ist auch eine Riesen, also eine Riesenerleichterung. Schafft viel Ja. Platz für Ja. ganz viele neue Sachen. Genau. Achso, und noch was Tolles, dass ich mich mit der Mutter meines Sohnes versöhnt habe. Das ist auch ein Riesengeschenk, wie eine Gnade. Und das ist, und wir jetzt wieder so freundschaftlich Dinge zusammen machen, auch zu dritt, das ist ganz toll. Also freue mich auch sehr, bin ich sehr dankbar für. Ja, das ist Ja. auf jeden Fall ein ganz Ja. wichtiger Punkt, ja. Schön. Bevor wir dann quasi so einen kleinen Ausblick auf 2019 machen, hast du denn jetzt so, wo es zum Jahreswechsel geht, gibt es denn spezielle Rituale, die du hast? Oder wie ist das bei dir so mit dem Jahreswechsel? Gibt es da irgendwie? Ja, also gibt es auf jeden Fall, also dass ich so um den Jahreswechsel herum, je nachdem wie es gerade so passt, ne, entweder kurz vorher oder kurz nachher oder direkt zum Jahreswechsel, dass ich mir aufschreibe, was ich in 2019 verwirklichen möchte. Ne? Und zwar auf allen Ebenen und das sehr präzise mache. Also auf der Ebene von Gesundheit, auf der Ebene von Familie, Freundschaft, Liebe, auf der Ebene von Beruf, Berufung, Regenbogenkreis, dass ich da wirklich ganz präzise aufschreibe, was ich erreichen und verwirklichen möchte. Das mache ich schon seit, weiß gar nicht, vielleicht seit 15 Jahren oder so, mindestens. Spannend, Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie all diese Manifestationen sich dann auch verwirklichen. ja. Ne? Okay. Und natürlich spirituell auch. Ne? Ja. Also wenn ich da jetzt bestimmte Dinge habe, die mir wichtig sind, die ich noch erreichen möchte, dann schreibe ich das natürlich auch auf. Oder noch irgendwelche Muster, die ich vielleicht auflösen möchte, falls es noch welche gibt. So. Ja, spannend. Und Ja. was machst du mit dem Geschriebenen dann? Also hebst du das auf und liest es dann quasi am Jahresende nochmal oder verbrennst du es? Da gibt es ja auch ganz Nee, viele. nee, ich mache das so, dass ich das aufschreibe. Ich mache das tatsächlich am Computer als Word-Datei und dass ich die im Laufe des Jahres auch immer wieder verändere. Ne? Das heißt, wenn ich merke, es ist ein neuer Wunsch dazugekommen oder etwas Neues, was wichtig ist, dann ergänze ich das oder wenn etwas schon sich erledigt hat, dann lösche ich es weg. Also das heißt, ich arbeite dann weiterhin auch mit dieser Liste und die wichtigsten Punkte, die packe ich dann immer in das Mindmovie. Also die wirklich ganz essentiell sind. Ne? Weil wenn ich alle Punkte ins Mindmovie packen würde, würde das zu lange Ja, werden. stimmt. Also du Ne? hinterlegst das quasi dann nochmal mit Bildern, Musik und dass Ja, du der auf allen, Mindmovie, ja genau. genau, Ja, allen Ebenen ja. angesprochen wirst. Ja, spannend. Auch die Idee, das als fortlaufende und fließende Liste zu machen quasi mit den Veränderungen, weil man hat ja ganz oft, dass im Laufe des Jahres irgendwas dazukommt oder etwas ist schon erreicht und Ja, das ist ja. toll, dass das dann auch so lebendig bleibt. Nochmal ein Genau, toller Tipp, genau. ja. Und jetzt merke ich so zum Beispiel, jetzt wäre es auch mal wieder Zeit, mal wieder an die Liste zu gehen für Ja. 2018 und zu gucken, ne? Was ist schon, Ja. was hat sich erledigt, was ist erreicht und was kommt Neues dazu, gerade Ja. an Dingen, die wichtig sind. Ja, super, schön. Ja, dann geht's ja, wie gesagt, fast in 2019. Was hast du dir denn da vorgenommen? Hast du welche Ziele, Pläne? Gibt es da schon was, was so in deinem Kopf schwirrt? Also das Schöne ist, dass ich gerade so zufrieden bin und so glücklich bin, dass ich, dass es mir einfach total gut geht und ich jetzt gerade gar nicht so große Ziele habe, aber natürlich schon auch eine Vision, wo es hingehen soll, ne? Also das, wie zum Beispiel, dass ich das mit den Videos und mit dem YouTube-Kanal weiter ausbauen möchte, also einfach, weil es so viel Freude bringt und so, ne? Oder dass wir Regenbogenkreis noch stärker und größer machen wollen und dass ich vielleicht der neuen Unternehmensstruktur, noch habe ich schon eine Idee, noch etwas, noch eine, ja, eine Form hinzufügen möchte.
Oder ja, vielleicht gucken, dass wir uns irgendwie ein Haus am Meer besorgen, sowas in der Richtung, ne? Okay, Also da habe schön. ich auch Lust zu. Ja. Ja, also. Also bist quasi sehr offen und frei. Bist jetzt gerade quasi im Hier und Jetzt mit deiner Aufmerksamkeit und Genau. lässt alles so auch erstmal so fließen. Ja, es ist halt so, ich bin halt so jemand, der, es muss immer, also wenn ich was Neues mache, es muss irgendwie zu mir kommen. Entweder kommt es aus der geistigen Welt oder aus meinem Inneren zu mir oder oder von außen. Ne? Und das ist dann halt, ich bin nicht jemand, der sich, also ich setze mich jetzt nicht hin und überlege mir, was sind meine Ziele für 2019, sondern plötzlich kommt es. Ne? Also zum Beispiel ich dusche und plötzlich kommt ganz klar, das passiert, das ist jetzt der neue Weg oder das ist die Vision. Und dann fühle ich das von innen heraus ganz stark und dann mache ich das. Okay. Und so ist das wirklich, also es wird mir gegeben. Ne? Also ich bin niemand, der sich vom Kopf her jetzt irgendwas überlegt. Und das ist manchmal, und das kann manchmal sein, dass ich innerhalb von Sekunden etwas ganz Neues bekomme, wo ich vorher noch nicht einmal dran gedacht habe. Okay, Und das spannend. dann auch umsetze. Ja. Also das ist wirklich, manchmal kommt es dann wirklich wie so aus der geistigen Welt, wie so ein Blitz, so wie, so, das machst du jetzt. Und dann mache ich, und egal was es auch immer ist, ich mache es dann auch. Ne? Und es kann was sein, was komplett neu ist oder komplett anders ist. Also weil ich ja total dieser geistigen Führung folge. Ja, super. Stimmt, da hatten wir auch noch schon das schöne Video Ne? zur geistigen Führung. Ja. Da können unsere Zuschauer auch gerne mal reingucken, worum es dann quasi geht, was mit der geistigen Führung gemeint ist. Also auch ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, das klingt alles total toll und ich glaube auch, dass gerade was du halt mit der Liste und dass man halt auch spontan gucken sollte, dass das, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp nochmal ist, dass man sich nicht nur auf diesen Jahreswechsel so sehr konzentriert und so viele Pläne schmiedet für was soll 2019, dass man so Grundsachen hat, die man sich wünscht. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man bestimmte Sachen einfach sich auch vornimmt, aber dass man es halt auch fließen lässt. Also, dass Genau, man, wie genau. du schon sagtest, manchmal kommt dann ganz spontan, wo man gerade an der Bushaltestelle steht oder so, ein Gedanke dazu und dann, dass man dann guckt, wie kann ich den vielleicht verwirklichen, wie hilft Ja, mir das, was für ja. Möglichkeiten gibt es, weil es ja auch unendlich viele Möglichkeiten gibt, die man nutzen kann und die uns das Universum auch schenkt. Genau, Und und dass immer man es. entsprechend natürlich unserer Seelenaufgabe, ne? Ja. Weil wir haben ja, jeder von uns hat ja einen ganz, ganz konkreten Seelenplan, also etwas, was wir in diesem Leben verwirklichen und lernen wollen. Ja. Und deswegen haben wir zwar auf der einen Seite eine unendliche Fülle an Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite wird uns nur das glücklich machen, was unserem Seelenplan entspricht. Und das Ja, ist für jeden ganz individuell. genau. Da kann man sich schön zum Jahreswechsel doch mal ein bisschen in sich zurückkehren und da in sich Genau, da sind die horchen, glaube ich. Rauhnächte sind da sehr, sehr zu geeignet. Stimmt, Ne? genau. Ja. Ja, das Und stimmt. eine Sache, die mir natürlich absolut am Herzen liegt, und das natürlich auch jedes Jahr so ist, dass ich mich darauf auch konzentriere oder manifestiere, dass immer mehr Menschen aufwachen, dass immer mehr Menschen sich dafür entscheiden, wirklich ein neues Bewusstsein zu leben und den Weg des Friedens, der Heilung und der Liebe zu gehen. Und dass Heilung für die Erde passiert, ne? Also Heilung für die Tiere, für die Pflanzen, für die Wälder, für die Ozeane. Ja. Das ist ja für mich auch ein absolutes Herzensanliegen. Ja, also weil mir reicht es nicht aus, nur für mein persönliches Wohl Dinge zu manifestieren, sondern für das große Ganze ist das genauso Ja, wichtig, ne? absolut. Ja. Das unterschreibe ich sofort und finde ich auch ganz wichtig, sich selbst zu heilen und damit auch die Welt zu heilen. Und genau. Schön, das waren nochmal abschließend, glaube ich, ganz tolle Worte, die auch jeder nochmal mit dann auch in den Jahreswechsel mit reinbringen kann. Und dass wir uns alle einfach Heilung für uns selber, aber auch für die Welt und alles Genau, Leben hier genau. zurückwünschen. Und wenn das immer mehr Menschen tun, dann wird dieses Feld, ne, dieses Bewusstseinsfeld, was das dann auch möglich macht, das wird immer stärker. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass so viele Menschen oder immer mehr Menschen halt nicht so an diesem Negativen von es gibt keine Hoffnung, ne? Was ja auch viele Menschen glauben, was auch verständlich ist, auch wenn man sich anguckt, was mit der Erde passiert, ne? Aber dass wir wirklich total in dieses Vertrauen gehen und in dieses Wissen und
in den Glauben, dass wir die Erde heilen können Ja. und dass wir uns selbst und die Erde heilen können. Und Ja. wenn immer mehr Menschen das machen, dann wird dieses Feld, dieses Heilungsfeld immer stärker. Ja. Und das brauchen wir Ja. ganz dringend. Definitiv, Ja. absolut. Ja. Und worüber wir kurz vorhin auch gesprochen hatten, wo wir uns, glaube ich, auch einig waren, dass das 2019 nochmal mehr wird. Also Genau, 2018 war das schon spürbar, aber dass genau. 2019 energetisch einfach euch nochmal wirklich höher wird und wir wirklich, glaube ich, auch sehr viele Sachen bewegen können, die genau in diese Richtung gehen. Also das Genau. finde ich, ist Also, spürbar ja, und ich das empfinde ich denke, genauso wie ja. du und als 2019 wird genial. Ja. Ja. Sehr schön, sind die abschließenden perfekten Worte, dass wir ein erfülltes und geniales 2019 haben. Genau. Schön, Ja, dann vielen schön. lieben Dank für den Rückblick und aber auch den Ausblick. Gerne, Anna. Ja, danke dir fürs Zuschauen und schreib uns auch gerne in die Kommentare, was du dir für 2019 wünschst oder was du Schönes in 2018 erlebt hast oder auch wenn du Fragen an uns hast, auch sehr gerne. Anna wird die natürlich auch in Absprache mit mir auf wundervolle Weise beantworten. Ich wünsche dir ein glückliches und erfülltes und erfolgreiches, heilsames, neues Jahr. Genau, ich ebenso und auf dass es einfach nur toll wird und wir ganz viel positive Energien in die Welt schicken, zu uns selber und allem Leben einfach. Danke. Liebe Grüße aus Lübeck. Tschüss. Tschüss.